Wo fahre ich finanziell am besten? Als Grenzgänger in der Schweiz oder als Aufenthalter oder Einwanderer in der Schweiz? Das klären wir in diesem Video. Und wir wollen uns nicht die Brutto-Netto-Überleitung anschauen für den Grenzgänger und für den Aufenthalter. Nein, wir gehen noch viel weiter. Wir wollen schauen, welche Kosten werden abgezogen als Grenzgänger? Welche Kosten werden abgezogen als Einwanderer? Und wir wollen sehen, wo kann ich am meisten einsparen? Was habe ich auf meinem Bankkonto am Ende des Monats wirklich noch liegen nach allen Abzügen? Wenn dich sowas interessiert und du auch nicht weißt, Grenzgänger oder Aufenthalter, nicht die Pro und Kontras, sondern finanziell, dann bleib auf jeden Fall dran. Heute wird entschieden. Jetzt geht's los. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Nachdem wir ja letzte Woche entschieden haben, dass es als Grenzgänger sehr interessant ist, einen Job in der Schweiz zu suchen, statt als Deutscher eine deutsche Arbeitsstelle zu haben, wollen wir heute noch einen Schritt weiter gehen. Denn viele fragen sich, was ist denn die bessere Option? Klar, es gibt Vor- und Nachteile für den Grenzgänger und für den Aufenthalter, aber diese Sachen haben wir schon in einem vorherigen Video analysiert. Und heute wollen wir schauen, was macht das wirklich finanziell aus? Also wir wollen nicht nur sehen, wie viel Nettolohn ich habe, sondern wir wollen sehen, nach allen Abzügen, nach allen Kosten für den Grenzgänger und für den Aufenthalter, der ja wohnt in der Schweiz. Wir sagen ja immer, die Kosten sind deutlich höher. Und heute wollen wir sehen, wie viel bleibt am Ende aller Abzüge wirklich noch auf dem Bankkonto liegen oder in deiner Hosentasche, wenn du der Bank nicht traust. Also starten wir direkt mit diesem Thema und wir schauen uns natürlich am Anfang ganz klar die Brutto-Netto-Überleitung an, um zu sehen, was haben wir netto. Und von diesem Moment an ziehen wir alle Abzüge ab und schauen, was am Ende übrig bleibt. Also wenn dich sowas interessiert und du ganz neu auf diesem Kanal bist und dich wirklich auch eine Schweiz-Auswanderung oder einen Grenzgängerjob interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, denn hier sprechen wir über diese Themen. Und wenn dir so ein Content gefällt, dann gib doch ein Like. Das hilft uns ungemein für den Algorithmus hier bei YouTube. Aber lasst uns den Battle starten, Grenzgänger gegen Aufenthalter auf der finanziellen Seite. Also schauen wir uns ganz am Anfang den Grenzgänger an. Ich habe bei diesem Beispiel einen Lohn von 6.000 Schweizer Franken ausgewählt. Einmal für den Grenzgänger und einmal auch für den Aufenthalter. Und wir haben die Parität 1:1, das heißt 1 Euro ist 1 Schweizer Franken oder 1 Schweizer Franken ist 1 Euro, das heißt, das ist genau das Gleiche. Die Person ist weiblich, männlich, das ist egal. Nicht Kirchenmitglied, ist 40 Jahre alt, genau, und ledig, keine Kinder. Lasst uns jetzt starten. Der Grenzgänger, schauen wir uns den an. Also er verdient, wie gesagt, 6.000 Schweizer Franken. Er pendelt natürlich jeden Tag von Deutsch. Er wohnt, ist wohnhaft in Deutschland, also steuerpflichtig in Deutschland. Und er verdient seine Brötchen in der Schweiz. Hat einen Job gefunden, glücklicherweise. Er verdient 6.000 Schweizer Franken, ihm wird abgezogen. Die Alters- und Hinterlassungsversicherung, IVEO, also wenn ihr wissen wollt, was das genau heißt, könnt ihr auch auf diesem Link hier oben drücken, oder hier ist es, da gehen wir auf die einzelnen Details an. Also 318 Euro, da steht jetzt Euro, das stimmt eigentlich nicht, es wird ja in Schweizer Franken vom Arbeitgeber abgezogen, aber dadurch, dass es 1:1 ist, wollen wir wirklich in Euro rechnen und schauen, was er am Ende übrig hat, dann seine ganzen Kosten und schauen, was er kann er wirklich einsparen, dieser Grenzgänger. Also, ihm wird die AHV abgezogen, dann wird ihm die Arbeitslosenversicherung abgezogen, 66 Euro, Krankentaggeldversicherung, 27 Euro, BVG, also die berufliche Vorsorge, 314 Euro. Dann, jetzt kommt's, als Grenzgänger muss man die Quellensteuer bezahlen, das ist sogenannte Lohnsteuer in der Schweiz. Aber es wird nur ein Teil abgezogen, das ist für alle Grenzgänger gleich, 4,5%. Automatisch von deinem Bruttolohn. Das wäre hier 270 Euro. Und jetzt kommt natürlich der Haken. Ja? Du bist ja steuerpflichtig in Deutschland. Deshalb musst du 1.303 Euro dem deutschen Finanzamt bezahlen. Was hier gemacht wird aber, es wird angerechnet, das, was du schon dem Schweizer Staat bezahlt hast. Also diese 270 Euro Quellensteuer oder Schweizer Franken Quellensteuer wird dir gut geschrieben und dann musst du nur, sagen wir mal, den reduzierten Satz bezahlen. Also 1.303, das ist, was du eigentlich bezahlen müsstest für diesen Lohn, und es wird dir aber diese 270 Euro
abgezogen, weil du es ja schon bezahlt hast. Dir wurde es ja direkt abgezogen vom Arbeitgeber. So, dann die Krankenversicherung. Das habe ich jetzt bei den Überleitungen für den Grenzgänger und den Aufenthalt, der direkt reinrechnet. Das wird ja nicht vom Arbeitgeber finanziert. Du bist verantwortlich, als Grenzgänger und Aufenthalt eine Krankenversicherung auszuwählen. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich habe jetzt mal als Basis 300 Euro reingenommen. Das heißt, damit wir vom gleichen Nettolohn sprechen, hat hier der Grenzgänger, nachdem er die Krankenversicherung auch bezahlt hat, noch 3.586 Euro auf seinem Konto. Das ist nicht schlecht, ja? Als Deutscher in der Schweiz, ein Schweizer Job, 6.000 Schweizer Franken oder 6.000 Euro brutto, hat 3.586 Euro netto. Viele haben das nicht mal brutto. Also schaut euch an, als Grenzgänger lohnt sich das wirklich, einen Job in der Schweiz zu suchen. So, jetzt schauen wir uns den Einwanderer an, den Aufenthalter. Er verdient das Gleiche, 6.000 Schweizer Franken, hat sich aber entschieden, er möchte nicht Grenzgänger werden, immer hin und her pendeln, er möchte in die Schweiz einwandern, sich integrieren, teilnehmen am gesellschaftlichen Leben und sein neues Leben dort gestalten. Ihm wird abgezogen, jetzt habe ich natürlich den Schweizer Franken aufgezeigt, die Alters- und Niederlassungsversicherung, die Arbeitslosenversicherung, genau das Gleiche, NBU genau das Gleiche, Krankentagegeldversicherung genau das Gleiche wie der Grenzgänger, die berufliche Forderung genau das Gleiche, dann die Quellensteuer, das ist anders, denn er ist eingewandert in die Schweiz und ist quellensteuerpflichtig. Für die ersten 5 Jahre, wenn du eine B-Bewilligung hast, bist du quellensteuerpflichtig. Und hier gibt es einen Prozentsatz für jeden Kanton anders. Und da er in Zürich wohnt und die Steuern recht niedrig sind im Kanton Zürich, wird ihm nur 448 Schweizer Franken abgezogen. Was, sagen wir mal, ziemlich gut ist, denn 6.000 Schweizer Franken brutto und 448 Steuer, das ist nicht mal, also unter 10%, das ist auf jeden Fall. Deutsche Steuer muss er nicht abführen, er ist ja eingewandert in ein neues Land. Mit dem deutschen Finanzamt hat er nichts mehr zu tun und das ist auch gut so, glaubt mir. Wir haben es ja gesehen beim Grenzgänger. Und die Krankenversicherung, die zahlt er dann natürlich noch. Auch wird nicht vom Arbeitgeber bezahlt. Du bist selber verantwortlich dafür und du kannst dir ein Modell, eine Krankenversicherung aussuchen, ein Modell etc. Ich nehme jetzt mal als Basis 300 Schweizer Franken. Jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, das ist viel zu wenig. Kann sein, aber die günstigste Versicherung ist unter 300 Schweizer Franken. Also ist es möglich, diesen Betrag zu bezahlen. Also 300 Schweizer Franken. Wir wollen ja auch vergleichen, beide Profile. Diese Person hat am Ende des Tages 4.440 Schweizer Franken noch auf dem Konto. Also die 6.000 Schweizer Franken, alle Abzüge, wird ja überwiesen auf dem Konto. Er zahlt die Krankenversicherung 300 Franken und ihm bleibt 4.440 Schweizer Franken übrig. Wenn wir jetzt schon beide vergleichen zwischen dem Grenzgänger und dem Aufenthalter, hat der Aufenthalter oder der Einwanderer deutlich mehr auf seinem Konto. Noch, sage ich. Und zwar ja so zwischen 800 und 900 Schweizer Franken mehr. Wow. Das heißt, die Steuerlast in Deutschland hat natürlich den Grenzgänger umgehauen. Aber jetzt wollen wir sehen die Kostenstruktur. Denn der Grenzgänger hat andere Ausgaben wie der Einwanderer. Der Grenzgänger wohnt ja in Deutschland. Sein Hauptsitz, sein Lebensmittelpunkt ist in Deutschland und seine Kosten werden natürlich viel niedriger sein. Und wir sagen ja alle, die Kosten in der Schweiz sind deutlich höher. Und jetzt wollen wir sehen, was ist der Unterschied? Lasst uns das direkt analysieren. Fangen wir mit dem Grenzgänger an. Und jetzt können wir uns natürlich streiten, wie die Kostenstruktur aussieht. Jeder ist anders. Jeder hat andere Ausgaben. Mir ist das völlig klar. Es kommt darauf an, wo man wohnt, welche Region. Einige investieren für die Wohnung, die anderen wollen gut essen, die anderen essen gar kein Fleisch, die anderen machen keinen Urlaub, die anderen machen sehr viel Urlaub. Jeder ist individuell. Deshalb seid ihr frei. Hier unten unter der Beschreibung gibt es einen Budgetrechner. Da habe ich euch den Link geteilt. Was ihr machen müsst, ist nur euren Nettolohn da oben einzugeben und die Kostenstruktur einfach zu evaluieren. Und da könnt ihr genau wissen, wie viel bleibt mir am Ende übrig. Und wir haben das jetzt einfach mal kalkuliert, nach gutem Wissen und nach der Erfahrung und das, was wir hören von der Community, was sie übrig haben am Ende des Monats, von den Kategorien. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Also, lasst uns direkt starten. Der Grenzgänger, da haben wir ja gesagt, er hatte 3.586 Euro noch übrig. Da steht der Schweizer Franken, aber Euro, wir benutzen nur diese Maske hier, um die Kosten einzugeben. Also 3.586 Euro. Sagen wir mal, er hat eine Miete von 850 Euro. Was nicht luxuriös ist, was nicht tief ist. Es ist eine Wohnung in Konstanz. 2-3-Zimmer-Wohnung mit den Nebenkosten, das kostet halt 850 Euro. Manchmal habe ich selber den Eindruck, wenn ich auf der deutschen Seite vom Bodensee bin, dass die deutsche Seite teurer ist als die Schweizer Seite. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in den Kommentaren. Das ist mein Eindruck. Auch wenn man sich eine Wohnung, wenn man eine Wohnung kaufen möchte, auf der Schweizer Seite an der Grenze Kreuzlingen. Und wenn man vergleicht mit Konstanz, sagt man, Mensch, das kann ja nicht sein. Konstanz ist deutlich höher. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur die Miete, 850 Euro. Dann Strom und Wärme. Stromkosten sind deutlich höher nach oben gesprungen in Deutschland. Ich habe jetzt mal 70 Euro eingegeben. Telekommunikation, Internet, TV. In Deutschland ist meiner Meinung nach diese Kategorie etwas hochpreisiger als in der Schweiz. Und deshalb habe ich da 100 Euro eingegeben. Dann Nahrung, Lebensmittel und Pflege. Ihr seht jetzt 400 Euro, da sagt ihr wahrscheinlich, oh, das ist aber viel. Das ist möglich, dass es viel ist. Aber hier wurde noch eine Sache beachtet. Ihr seid ja Grenzgänger. Ihr pendelt in die Schweiz und ihr seid ja mittags manchmal auch in der Schweiz. In der Kantine, manchmal will der eine mit seinen Kollegen in die Kantine gehen, die einen gehen ins Restaurant etc. Beachtet diese Kosten. Wir reden jetzt nicht nur von den Einkäufen am Wochenende oder unter der Woche, bei Edeka, bei Rewe etc. Wir besprechen hier wirklich die Gesamtausgaben von deiner Nahrung, von deiner Pflege. Und da gilt natürlich auch der Punkt, dass du in der Schweiz dich aufhältst. Vielleicht willst du mal an der Tankstelle was kaufen, was zu trinken oder eine Wurst. Das kostet natürlich. Und das sind die Schweizer Preise. Also rechnet das mit rein. Ich bin jetzt konservativ mit 400 Schweizer Franken. Wenn du jeden Tag in die Kantine gehst, dann wird das deutlich mehr sein. Dann habe ich Versicherung, gut, das sind verschiedene, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutz, je nachdem, plus pro Monat 30 Euro, das ist jetzt nichts Großes. Brauchst ein Auto, wenn du pendelst, oder du nimmst ein Bus- und Bahnticket, da bist du eigentlich frei. Ich habe jetzt mal ein Auto als Basistool oder als Instrument genommen, und damit du auch locker in die Schweiz pendeln kannst. Denn diese Person arbeitet ja in Zürich. Und das ist natürlich schon ein bisschen entfernt von der Grenze. Man kann das natürlich alles erreichen mit dem Zug. Das ist immer eine Zeitfrage, Stau, wo arbeite ich genau etc. Ich habe jetzt mal deshalb viel Spritkosten drin. Normalerweise wären die Autokosten vielleicht 200 Euro. Ich habe hier noch Spritkosten drin, 200 mehr. Deshalb sind es 400 Euro für den Grenzgänger. Ihr werdet sehen, der Aufenthalt hat gar kein Auto. Da werdet ihr vielleicht sagen, okay, wie geht das? Ja, wenn ich in der Stadt Zürich wohne, brauche ich kein Auto. Aber schauen wir uns gleich an. Dann Bus und Bahn habe ich hier einfach Fun, 50 Euro, es kann ja sein, am Wochenende etc., dass er mit dem Zug unterwegs ist in Deutschland. Und dann habe ich Freizeit und Urlaub, 500 Euro reingepackt als Paket, das sind 6.000 Euro im Jahr. Ja, ins Kino, mal eine schöne Reise oder zwei, eine Städtereise etc. Wenn ich auch Grenzgänger bin, dann habe ich mir mehr Kapital oder mehr Geld in der Tasche, dann kann ich mir auch mehr leisten. Aber ihr müsst eines bedenken. Wenn ihr mehr verdient, heißt das nicht nur, dass ihr auch mehr Potenzial habt zum Ausgeben. Das ist möglich. Aber ihr wollt ja auch Geld investieren. Und deshalb habt ihr auch so eine Upside in die Schweiz gemacht, um mehr Geld zu verdienen. Und das wollt ihr benutzen, um auch zu investieren, schlau zu investieren. Und nicht einfach eure Ausgaben erhöhen, damit euer Standard höher geht. Und wenn irgendwann mal, wenn ihr diese Möglichkeit, diesen Job nicht mehr habt, müsst ihr euren Standard reduzieren. Also das heißt nicht immer mehr verdienen, Standard hoch, mehr verdienen, gleicher Standard, mehr Geld zur Verfügung und zu investieren. So, in diesem Beispiel hat die Person, der Grenzgänger, 3.586 Euro netto, 2.400 Euro Ausgaben, was recht heftig ist, muss ich schon sagen, aber hier das Auto schlägt natürlich rein, Nahrung, weil er natürlich manchmal in der Schweiz ist, und die hohe Miete, dann hat er noch 1.186 Euro in seiner Tasche. Und das ist natürlich eine Menge. Stellt euch das vor. 1.186 Euro noch einfach mal möglich nach allen Ausgaben, ja, noch auf seinem Bankkonto, um zu investieren oder um auszugeben.
Das ist natürlich Typsache, aber ich würde euch immer raten zu investieren. Schauen wir uns jetzt den Aufenthalt an. Wir sagen ja immer, in der Schweiz sind die Kosten höher. Wir werden sehen, sie sind höher. Aber wie hoch und wie viel bleibt am Ende übrig, das lasst uns das direkt anschauen. So, wir haben ja gesagt, der Aufenthalt hat ein bisschen mehr Netto. Und jetzt geht's los. Miete, 1500 Schweizer Franken. Jetzt werden die Leute sagen, die noch nie in der Schweiz waren, du bist ja verrückt, 1500 Schweizer Franken. Ja, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Zürich. 1500 Schweizer Franken. Und da müsst ihr auch Glück haben. Ihr könnt nicht in der Innenstadt, Center, diesen Preis erwarten. Da ist noch viel, viel, viel Spielraum nach oben. Ja? Also, die Mietpreise sind hoch. Wenn ihr sparen wollt, könnt ihr raus aus der Stadt. Da kann man sogar noch tiefer. Ja? Ich habe Kollegen, die wohnen in der Region von Opfikon. Das ist nicht jedermanns Sache oder Kloten. Da kann man auch unter 1000 Schweizer Franken eine Wohnung finden. Je nachdem. Dann habe ich hier Strom und Wärme. 40 Schweizer Franken, das ist recht tief, aber in der Schweiz sind die Stromkosten halt tiefer. Dann Telefon, Internet, TV, habe ich euch ja gesagt, hier gibt es wirklich schlaue Tarife. Es gibt Offerten, 50% Rabatt etc. Informiert euch und ihr könnt wirklich gute Deals machen. 80 Schweizer Franken, das ist schon super. Und ihr müsst ja keinen Telefonanschluss mehr haben, auch keinen Internetanschluss. Wenn ihr eine Flat habt auf dem Mobile Phone, könnt ihr es teilen, euren Hotspot auf euren Computer etc. So könnt ihr streamen, kein Problem. Also es gibt auch eine Möglichkeit, das ist jetzt hier so ein Mischmasch, ja? Internetanschluss und Handyvertrag. Dann Nahrung und Pflege, 450 Schweizer Franken. Ihr seid situiert in der Schweiz und ihr gebt einfach euer Geld für Nahrung und Pflege dort aus. 450 Franken, da werde ich sicherlich einen Kommentar bekommen, das ist viel zu wenig. Das ist möglich. Und wenn du viel Fleisch isst, dann werden die Kosten wahrscheinlich bei 600 sein. Ich lasse euch die Freiheit, hier das selber zu entscheiden. Ich bin hier, als ich hier in die Schweiz gekommen bin, habe ich ungefähr das ausgegeben. Ja. 450 Franken ist ja schon eine Summe. Es ist nicht nichts, ja. Aber es sind auch die Pflegeartikel drin. Das müsst ihr auch bedenken. Deshalb 450 Franken finde ich eigentlich korrekt. Ja. Versicherung 30 Schweizer Franken, das ist ähnlich wie beim Grenzgänger. Auto 0 Schweizer Franken. Wenn ich in der Schweiz wohne, da habe ich einen sehr guten öffentlichen Verkehr. Ja, ich kann die Tram, den Bus, den Zug, die S-Bahn und so weiter nehmen. Und deshalb habe ich hier keine Autokosten, habe aber bei Bus und Bahn 200 Schweizer Franken Ausgaben. Wenn man in der Stadt Zürich wohnt, kann man ein Ticket für 80 Schweizer Franken pro Monat nehmen. Aber du hast ja vielleicht Ausgaben noch im Monat, Zugticket nach da. Ihr habt vielleicht noch einen Halbtags, das ist so die Bahncard für die Schweizer. Da könnt ihr natürlich auch investieren und so könnt ihr eure Kosten reduzieren, wenn ihr viel die Bahn benutzt. 200 Schweizer Franken finde ich eigentlich alles in Ordnung. Dann kommt der größte Posten auch, neben der Miete natürlich, Freizeit und Urlaub. Da habe ich 800 Schweizer Franken reingesetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, es könnte ähnlich sein wie der Grenzgänger. Man kann ja in Europa Ferien machen etc. Wenn wir in ein Land einwandern, wollen wir auch das Land erkunden. Das heißt, wir machen sicherlich auch Trips innerhalb der Schweiz. Besonders im Winter, im Frühling, im Herbst kann man schön wandern, im Winter kann man Skifahren. Deshalb, diese Summe ist jetzt nicht übermäßig. Auch das Ausgehen, wenn man ins Restaurant geht, ja, da kann man schnell 50 60, wenn man Genießer ist, vielleicht 80 Schweizer Franken ausgeben. Da müsst ihr, wie gesagt, kommt drauf an, welcher Typ ihr seid. Und deshalb habe ich hier 800 Schweizer Franken reingesetzt. Kann auch mehr, kann auch weniger sein. Leute, die gern zu Hause sind, Netflix anschauen, Disney anschauen, gar nicht so oft unterwegs sind, vielleicht einmal im Jahr einen Urlaub planen, dann wird diese Summe natürlich deutlich weniger sein. So, und jetzt wollen wir vergleichen. Der Aufenthalter hat noch 1340 Schweizer Franken übrig oder 1340 Euro übrig. Der Grenzgänger hat noch 1186 Euro übrig. Also wir sind gar nicht so weit auseinander. Beides lohnt sich. Als Grenzgänger, als Aufenthalter. Aber in meinem Beispiel hat der Aufenthalter gewonnen. Er kann noch ein bisschen mehr investieren oder ausgeben, je nachdem. Und das zeigt auch, dass selbst wenn die Kostenstruktur höher ist in der Schweiz, dass du auch viel beiseite legen kannst. Und wenn du siehst, die Position, die ich da eingegeben habe,
Hohe Mieten, du kannst sie reduzieren. Nebenkosten, du kannst sie reduzieren. Telefon kannst du auch reduzieren. Nahrung kannst du reduzieren. Reise und Freizeit kannst du auch reduzieren. Also du kannst, wenn du sparsam lebst, deutlich, deutlich mehr einsparen. Sei dir das bewusst. Als Grenzgänger, gut, kann man vielleicht auch ein bisschen drehen, mal links, mal rechts. Ja. Aber hier seht ihr ganz klar, als ledige Person rate ich immer, bei diesem Lohn immer einzuwandern. Bei einer Familie sieht das anders aus. Wenn ihr dieses Beispiel auch für Familien haben wollt, setzt das in die Kommentare oder gebt ein Like, damit ich es merke. Ihr seid motiviert, diese Übung auch für Familien zu machen. Und da habe ich wahrscheinlich eine andere Meinung. Oder sagen wir mal, ich habe nicht eine andere Meinung bei den Familien. Sind die Kinder unter 4... Nein. Das machen wir jetzt nicht in diesem Video. Also wenn euch sowas interessiert, schreibt es in den Kommentaren, dass ihr auch dieses Beispiel Grenzgänger, Aufenthalter finanziell auch für Familien haben wollt. Da würde ich mich sehr freuen. Da werde ich auch richtig mit meinem Team noch ein bisschen Gas geben, damit das auch schön übersichtlich ist. Vielleicht für 2, für 3 Kinder. Lasst euch überraschen. So, das war es eigentlich. Der Aufenthalter hat heute gewonnen. Und das ist unsere Empfehlung. Also, dieses Beispiel hat ganz klar gezeigt, als Aufenthalter kannst du mehr beiseite legen. Und wenn du besseren Lohn hast, kannst du sogar noch mehr beiseite legen. Du willst ja nicht mehr ausgeben. Du willst ja deine Kostenstruktur stabil halten und mehr einsparen, um zu investieren, schlau zu investieren. Und das hat heute gezeigt, dass der Aufenthalter sehr gut fährt. Und deshalb unsere Tipps auch, wandert ein, wenn ihr einen guten Lohn in der Schweiz habt. Das zeigt auch dem Land, dass ihr euch involvieren wollt, dass ihr euch integrieren wollt, dass ihr teilnehmen wollt am gesellschaftlichen Leben, dass ihr dieses Land schätzt und dass ihr hier wohnen möchtet und nicht nur arbeiten wollt für den hohen Lohn, denn die Grenzgänger, klar, es kommt immer auf den Job an, vielleicht gibt es mehr Chancen, Karriereoptionen etc., aber Grenzgänger haben natürlich eine Motivation, mehr Geld zu verdienen und deshalb arbeiten sie in der Schweiz. Nicht alle, es kommt immer darauf an, Jobs, vielleicht finden Leute gar keinen Job in Deutschland etc. Aber wir sehen heute, der Aufenthalter hat gegen den Grenzgänger gewonnen. Ich freue mich, wenn euch dieses Video gefallen hat. Kommentiert doch fleißig. Ich will einfach wissen, was habt ihr entschieden für euren Case? Grenzgänger zu sein oder Aufenthalter? Und warum? Warum habt ihr euch entschieden? Waren das die Gründe? Waren das die Vor- und Nachteile? Oder war das wirklich das Finanzielle? Das wird uns, unserer Community, sehr interessieren und mich natürlich auch und unserem Team. Also, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis bald. Ciao, ciao.